Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Spirulino an eurer Hauptschnur montiert. Alles, was wir dafür brauchen, ist unser Spirulino, geeignete Stopper und ein Karabiner. Dann fangen wir mal an. Zuerst nehmen wir die Schnur und führen sie durch den Spirulino durch. Das geht einfach ganz einfach. Einfach die ganze Schnur durchschieben. Dann tritt die irgendwann da hinten aus. So, dann ziehen wir den Stückchen raus, legen den Spirulino auf den Tisch, nehmen dann einen Stopper. Da könnt ihr beliebige nehmen. Ich empfehle euch immer so ein paar dickere zu nehmen, weil so ein Spirulino ist ja schon ein bisschen schwerer, sage ich jetzt mal. Ja, dann zieht ihr den Stopper auf die Schnur. Einfach drauf, bisschen auch drauf. So, dann nehmen wir uns unseren Karabiner. Hier, so sieht er aus. So ein Dreifachkarabiner. Kann man oben schön die Hauptschnur und dann unten das Vorfach. Ja, den montieren wir jetzt auch noch hier dran. Dafür gehen wir einfach einmal durch mit der Schnur. Halten den Karabiner hier fest und wickeln dann einfach die Schnur ein paar Mal drum. Wieder 5 bis 8 Mal. So. Ziehen die Schnur dann wieder dadurch die kleine Öse. Zack, durch. Und dann wiederum durch die Öse hier. Da wieder durch. So. Dann nehmen wir die mit der Hand, füllen sie wieder raus, halten die fest, ziehen die leicht auf Strammung, bis es dann so aussieht. So sieht das dann aus. Dann befeuchten wir kurz. So. Und ziehen dann einfach die Schnur stramm. Wieder wie immer schon. Einfach ein bisschen schieben. Hier auch ziehen. Der Karabiner sitzt schön. So, dann ziehen wir den Stopper auf die Hauptschnur drauf. So, ja, und schon haben wir eigentlich soweit den Spirulino montiert. Hier ist der Spirulino, da ist der Karabiner und dazwischen noch schön der Stopper, um den Knoten zu schützen. Da passiert noch wirklich gar nichts. Hier kommt dann nur unser Vorfach dran. Das ist ja eigentlich einfach, nur den Haken da durch, durch die kleine Öse da, einfach durch. Dann durch die kleine Schlaufe am Ende der Schnur. Dann wieder das Ganze ziehen und fertig. Ja, somit haben wir die Spirulino-Montage. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.